Wir wollten jetzt zurück nach Huntsman's Copse. Was immer noch komisch klingt, weil ich das Wort Copse nicht kenne. Koppeln? Keine Ahnung. Und das hier war der letzte. Das ist eine komische Maske. Oh, warte mal. Ich glaube, das war die Maske von der Schwertträgerin, die wir jetzt schon zwei, dreimal getroffen haben. Na gut. Da waren die ganzen Untoten. Hier wollen wir lang. Und die billigen Pfeile sind völlig okay. Und sie können immer noch one-hitten. Das ist sehr gut. Weil als ich eben gerade eingeloggt bin, gab es einen kleinen Patch. Was heißt klein? Der war ein Gigabyte groß. Das war irgendwie komisch. Aber der soll primär nur ein bisschen Balancing gemacht haben. Au, au, au. Und unter anderem hatte ich dabei auch gelesen, dass der Soul Spear oder Soul Arrow, weiß ich gerade nicht welcher, auch ein bisschen genervt wurde. Nicht gut. Genau, spring weg. Heil dich, du schießt gegen den Baum. Sehr gut. Die halten ein bisschen vor, kann das sein? Sehr schick. Also für sie sehr schick, nicht für uns. Hier ist nix. Giftpfeile, ja, du mich auch. Da geht's hoch und hier unten sind wir, glaube ich, schon mal rausgekommen. Das war sehr verwirrend. Au. Elende Ninjas. 20 Kilometer weit entfernt schießen sie voraus dahin, wo wir sein werden. Nix da. Ich roll dich an. Na komm. Au. Okay. Oder ich lauf stumpf in den Pfeil rein. Kann ja nicht angehen. Ach, das war die Hütte, die so voll war, ne? Da ist irgendwo noch einer. Ja, jo. Und ich habe fast keine Lebenspunkte mehr. Drei Flaschen. Oh Mann. Ein wenig mehr konzentrieren vielleicht. Aber ich finde die irgendwie komisch mit dem Ausweichen. Ganz viele Blutflecken, ja. Oh. Hätte ruhig immer eine Nachricht schon. Merciless Ruena. Und ich bin an einer Stelle, wo man nicht ausweichen kann. Und wo ist die Gute? Da hinten ist die Gute. Okay, dann machen wir hier mal so. Und warten. Und treffen sie nicht. Ja. Mach das ruhig weiter. Wir hauen gegen die Wand derweil. Warum? Ja. Dafür, dass du so abgefahren aussiehst, war das ein sehr komischer Kampf. Gib mir Zeug. Warlock Mask. Achso, jetzt sag mir nicht, dass das kein Spieler war. Stimmt, es hatte einen zweigeteilten Namen. Ich weiß nicht, ob das normal geht. Und ich denke schon, boah, bist du toll, du bringst einen richtig guten Magierspieler um. Das war nur eine schlecht geskriptete KI. Warlock Mask, 339. Wir haben ja eben fast doppelt so gut. Und erhöht die Anzahl an Seelen, die man bekommt. Das ist schick. Ausrüsten. Oh. Das war primär Schutz gegen magischen Schaden. Und zwar richtig viel mehr. Guckt euch das mal an hier. Select. Und dann nimmt da. Von 9 auf 36. Dafür halt die normalen Rüstungssachen ein bisschen weniger, aber ist auch erste Stufe. Also ja, das Ding ziehen wir an. Und das sieht doch Jalana-artig aus. Also, Jalana im Overdrive. Es fehlt nur noch die Robe, die einigermaßen ordentlich sein muss. Noch ein Vorteil von dem Ding. Also dieses Monokel-Gedöns hatte ich ja angezogen, weil die Drop-Chance von Gegenständen dadurch erhöht wird. Was auch ganz schick ist. Aber mehr Seelen allgemein ist auch sehr schick. Vor allem stackt das mit dem Ring hier. Anscheinend.
Oh, sehr schön. So, was kommt hier jetzt noch hin? Lebenspunktregeneration klingt gut. Oder mehr Lebenspunkte. Ne, nehmen wir Lebenspunktregeneration. Dann sparen wir vielleicht ab und an mal eine Flasche. So. Oh, und ich könnte testen, ob das deckt mit den Ringen und so weiter. Ich töte jetzt einfach einen Gegner, dann nehme ich den Ring ab und dann töte ich noch einen. Es muss nur genau die gleiche Art von Gegner sein und da ist eine Nebelwand. Ich gehe erstmal nicht zur Nebelwand. Dann gucke hier weiter. Ja, Skelette. Skelette sind super. Du. So, wie viel war das jetzt? Nichts? Also erst wenn sie endgültig sterben, kriege ich die Seelen, ha? Ja, Pustekuchen. Okay, wir müssen den Nekromanten wieder umbringen. Ja, genau. Psst. Dich. Au. Jetzt fängst du auch schon damit an, dass du mich treffen kannst, wo ich gar nicht bin. Ist schon schlimm genug, wenn ich das im PvP mir antun muss. Aber hier muss das echt nicht sein. So, du. Na komm. Und aus dem Target. Weg. Das wird zu doof. Ja, lauf. Ja. Du stehst jetzt wieder auf, obwohl der Magier nicht da ist. Mal gucken. Ich brauch so einen Heilstein da. Nee, steht nicht auf. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. Das heißt, theoretisch später im New Game plus, also wenn wir diese Bonfire-Essenzen da benutzen, können wir die einzelnen richtig schön hier rauslocken, dann respawnen sie nicht. Dann können wir den Kommanden töten. So, jetzt aber, komm her. Komm! So. Die sind jetzt alle gleichzeitig umgekippt. Okay. War ich hier schon mal? Das sieht so aus wie die erste Höhle, wo Nekromant war. Aber da habe ich Loot gesehen. Ah, hier sind wir. Mitkommen. Flame Butterfly mal 3. Das ist sehr schön. Jetzt haben wir eine Verbindung zu der anderen Höhle mit dem Nekromanten. Und es geht auch auf. Sehr gut. Also waren wir hier noch nicht? Oder? Ne, hier waren wir noch nicht. Combustion und Titanite Shard. Combustion ist bestimmt wieder Pyromantie. Hört sich definitiv danach an. Combustion, ja. Ja, entlässt eine Flamme vor den Zaubernden. Das ist nicht so wirklich eine super genaue Beschreibung, weil das tun fast alle Pyromantie-Zauber. Die Form der Flamme ist halt immer interessant. Okay. So, dich zünden an. Und dann laufen wir jetzt zu der Nebelwand. Also die Fackel könnte eigentlich aus, oder? Oder ist hier irgendwo noch was ich anzünden kann? Oh, du lebst ja wieder. 135. ja, wir haben nur keine anderen Skelette mehr über. Oh, doch, warte mal, in einer anderen Höhle. Alles für die Forschung und so. Du weg. Dafür du hin. Und jetzt töten wir mal in der anderen Höhle, die hinter dem Gitter jetzt begehbar sein müsste. Erstmal den Nekromanten wieder. Und dann ein Nahkampfskelett und gucken. So. Nekromant.
Hat sich schon mal ein Freiwilliger gemeldet? 112. Also scheint das echt zu stacken. Oh, warte, ich muss den Helm nochmal kurz abnehmen. Schnell, 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 schnell. So. Und jetzt müsste es unter 112 sein, richtig? Ja, 110. Was? Zwei Seelen mehr? Das ist mau. Aber okay. Wichtigste ist, die Effekte stacken. Mitkommen, mitkommen, gib mir mehr Seelen. So. Seelen für den Seelengott. Schädel für den Thron und so. Da. Das klingt komisch mit Seelen. Blut ist viel toller. Aber mit Blut kann man sich nichts kaufen hier. Das wäre auch ein bisschen makaber. Vor allem gibt es viel zu viele Untote, die kein Blut haben. Das wär, ja, den Wechsel. Fackel weg. Ich hätte gerne volle Lebenspunkte. Swoosh. Und dann hätte ich gerne... Wen haben wir hier? Ein bisschen Spieler. Ja, nee, will ich nicht. Schwachstelle Beam Pole. Beam ist eine Bohne. Pole ist eine Stange. Vorsichtig vor dem Zauberer. Als Zauberer sind Zauberer nicht so wirklich schlimm. Dex-Klassen sind als Zauberer bestimmt garstig. Aber ja, ich gehe da einfach mal rein. Machte mein Homing Soul Mess, wechsel dann auf die schnellen Zauber. Und dann gucken wir einfach mal. Und hier unten hätte ich gerne dich drin. Und den Lootring hätte ich vielleicht wegpacken. Hallo? Okay. Soweit. Schmerzhaft. Ich mach den da hinten erstmal kaputt. Ja. Kaputt. Oh, ich kann nicht gar nicht. Au, 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 au. Ah, viel Schaden machen sie nicht, das ist sehr gut. Also ich kann sie nicht unterbrechen, das wollte ich sagen. Oh nein! Nein, 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 nein. Nicht die Kreiselreisel-Dinger. Lauf! Trink. Die sind doof. Ich sollte die Bosse schnell töten, ha? Huh? Ja. Komm her, komm weg. Du. Moment mal, hatte ich den Magier nicht gerade getötet gehabt? Ach du Kacke. Okay, weg, 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 weg. So, dass die Kreiseldinger mich nicht erwischen und dann trinken auf den schnellen und tot. Das ist unangenehm. Also, dass so viele da kommen. Was macht man da als Magier? Tune Spells? Könnten auf den da wechseln. Könnten das wegschubsen versuchen. Also auf jeden Fall behalte ich mir die Homing Soul Mass auf, bis wir da sind. Weil die haben richtig gut am Anfang geklappt, als nur drei waren. Und ich sollte dieses Mal nicht zögern, sondern gleich reinstürmen und auf die raufballern, weil die haben anscheinend am Anfang eine Phase, wo sie nichts tun. Also wo sie erst aus dem Boden rauskommen und ein bisschen rumprollen und dann bewegen sie sich erst. Und erst später kommen die ganzen anderen Skelette. Das heißt, wenn ich vielleicht schnell genug bin, dann haut das schon hin. Und dich nehme ich mal. In der Hoffnung, dass ich die alle erwische. Unwahrscheinlich. Lieber dich da und versuch dadurch einen Weg frei zu sprengen, um zum Boss hinzukommen. Und dann liegt das ganze kleine Vieh eine Weile auf dem Boden. Das wird nicht klappen. Ich sehe das jetzt schon kommen. Weil das sind immer nur 2-3 Sekunden, wo sie dann auf dem Boden liegen, wenn überhaupt. Und ja, das reicht nicht. So, jetzt erstmal konzentrieren auf die Ninjas. Genau, die da. Oh, und ich sollte den Lootring wegnehmen und dafür irgendwas Sinnvolleres reintun, wie zum Beispiel...